Pascal Martin, Sie sind bekannt als TikTok-Schiri Qualix, heute beim Liebe kennt keine Liga-Festival in Cottbus. Wie erleben Sie die Atmosphäre heute? Ich muss sagen, eine sehr, sehr geile Atmosphäre. Es sind sehr viele Leute hier. Die Kinder hatten sehr, sehr viel Spaß. Jetzt gerade spielen die etwas Älteren und ich glaube, jeder Einzelne ist heute mit einem sehr guten Gefühl hingekommen und geht auch mit einem guten Gefühl wieder nach Hause. Sie sind der Social-Media-Schiri, Sie haben viele Follower. Wie ist das so, wenn man als Schiedsrichter fast schon der Star der Veranstaltung ist? Manchmal ein bisschen unangenehm, weil ich will mich nicht mal so nach vorne greifen, nicht immer so der Star sein, sag ich mal, aber es kommt halt automatisch, weil die Kinder mich erkennen. Ist natürlich ein geiles Gefühl, keine Frage, aber in den 90 Minuten, wo ich ein Spiel pfeife, ist natürlich immer das Spiel im Vordergrund und nicht Qualle. Schiedsrichter zu sein ist immer ein bisschen schwierig, auch im Fußballland Brandenburg. Welchen Tipp haben Sie für die Schiris hier bei uns in der Region? Wie sollten Sie auch mit der Öffentlichkeit beispielsweise umgehen, auch ab und an mal Videostream machen? Also vor allem für junge Schiris empfehle ich auf jeden Fall durchzuziehen und sich nichts sagen zu lassen, weil sehr oft hören ja junge Leute auf, einfach weil sie vielleicht von Vätern was gesagt bekommen oder so und man muss halt Durchhaltevermögen haben dafür, ne? Aber da muss auch Unterstützung von außen ein bisschen kommen, aber jetzt Videos anzufangen kann man machen, aber ich glaube da brauchst du schon ein bisschen Erfahrung für, weil vielleicht kann das dann auch noch später in die Hose gehen und dann will ich kein Grund dafür sein, der dann dafür schuldig ist oder so. Es geht ja auch mal ein bisschen darum, schwierige Entscheidungen dann zu vertreten, ab und an mal einen Elfmeterpfiff, der vielleicht nicht gestimmt hat. Geht es dann auch darum, dass die Schiris dann Farbe bekennen und sich öffentlich dazu bekunden? Also ich finde es schon gut, wenn die Schiris vor allem in den oberen Ligen auch mal dazu was sagen und auch vielleicht sagen, ey, ich habe heute vielleicht einen Fehler gemacht, tut mir leid, oder ich habe das Ganze so und so gepfiffen, weil das in meinen Augen so war, weil dann würde ja viel mehr einfach Klarheit sein. Ne? Aber ich glaube einfach, dass es ein bisschen gefährlich ist für die Außendarstellung. Wir wissen alle, was es für Fans gibt im Fußball, wie die ausarten können, wie die austicken können. Als ich hingekommen bin, wurde mir sofort gesagt, pass auf die Cottbus-Hooligans auf. Ich weiß nicht warum, ich war ja noch nie gewesen, aber es waren die ersten Worte, die ich gesagt bekommen habe hier. Und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, aber das ist natürlich auch schon so ein Zeichen dafür. Hinter Ihnen ist der Stein der Freundschaft. Ein Cottbus spielt dort. Welche Verbindung haben Sie zu diesem Verein? Tatsächlich gar keine Verbindung, außer halt, dass auch mein Verein aus sehr viel Tradition besteht, so wie auch Cottbus. Ne? Für mich ist Cottbus ein Verein, die mindestens in die dritte Liga gehören, halt auch vor allem von den Fans her. Ich weiß nicht, wie viele reinpassen, aber ich glaube, es passen viele rein. 20.000 Zuschauer, ist das so ein Stadion, wo Sie auch gerne mal ein Profispiel pfeifen würden? Boah, sehr gerne. Ich war schon in Mainz gewesen, habe da auch schon gepfiffen in der Mewa Arena. Ich glaube, in Bielefeld passen 28.000 rein, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das eine geile Atmosphäre hier sein muss. Trainer Klaus-Dieter Wollitz ist ein Schiedsrichter, der die Schiedsrichter ab und an noch mal ein bisschen fordert. Ein Trainer, der die Schiedsrichter ab und an mal ein bisschen fordert an der Seitenlinie. Wie gehen Sie mit solchen Trainern um? Du musst versuchen, einfach mit sowas klarzukommen. Ganz wichtig als Schiedsrichter ist immer, dass du zwei Ohren hast, dass es links reingeht und rechts wieder raus und du darfst sowas dir nicht zu Herzen nehmen. Ne? Natürlich gibt es Trainer, die im Spiel vielleicht sehr aggressiv werden, sehr motiviert sind, aber wichtig ist einfach danach, dass man sich wieder abregt und dass man dann wieder befreundet ist und dass man vielleicht ein Bier zusammen trinkt oder so. Vielen Dank. Immer gerne.